Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Walking Dead. Ja, wir haben noch zwei Schokorügel, ein Bild von unserer Familie und eine Axt. Was will man mehr? Viel will man mehr, aber naja. Dann gucken wir mal, was wir mit den zwei Schokorügeln noch anstellen können. Können wir ihnen eins geben? Nein. Lilly auch nicht. Momentchen. Hallo, da bin ich auch wieder. Mein Kumpel hat angerufen und wie ihr seht, hat Lee seine Augen sehr offen. Ich weiß nicht, ob ihr Telefonat gehört habt. Here, naja. I've invited some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Und ich hab gerade was nachgedacht. Und wie gibt es Clemmy? Gehen wir Glenn noch ein Riegel, der war eine harte. I found some snacks. I'm cool. Not much of an appetite. Maybe save it for one of the kids? What? Naja, dann nicht. Dann nicht. Ach komm, sein Gelieb. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's, really sweet. Don't mention it. Oh, kommunizieren die beiden. wir haben ja jetzt die Axt hier. Und mir ist gerade was eingefallen. Wir können ja nicht das Tor öffnen. Vielleicht können wir mit der Axt einschlagen, falls es okay ist. Good. Wanna go have a look around outside? Lass uns einen Blick riskieren. Ja. Okay. Ja, es funktioniert. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Look at the one trapped over there. Ist das? Better burn it up. Das ist ein Bruder. Oh shit. What? Do you know that guy? Kind of, he has a familiar face. Ah, you're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doc. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Okay, da haben wir kommuniziert. Da kann man nichts finden. Den Ziegelstein, den hätte ich ja gerne. Und könnten wir jetzt mal das hier aufschlagen? Und wehe, du hinderst mich daran. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Da, siehst du? I can't reach that brick. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Eine Familie. Yeah, I agree.
just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Ja. Verbrenne sich dich an meinen Arm. Ich hab meine Hände im Brennnesseln gesteckt. Eine Wette. Aber wir... Jetzt können wir das einschlagen. Awesome. Super. Now to distract those things. Carefully. Jetzt nimm das. Okay, wir haben Ziegelstein. Können wir jemanden damit abwerfen? Können wir das hier abwerfen? Irgendwie müssen wir... Das da. Hey, wir können den Zombie abwerfen. Wirf den Zombie ab. Komm jetzt voll gegen die Fresse. Now's the time. Ich dachte, wir können den Zombie abwerfen. Be careful. Vielleicht wären dann alle drin gegangen und hätten ihn gegessen, weil die ja hungrig sind bestimmt. Jupp, der sieht sehr ähnlich aus. Hey, bud. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for a while. So, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Ich glaube, tut mir leid, dass... Sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of her, that helped. Sehr hart sein. Ich an seiner Stelle hätte mich das nicht getraut, aber... Ach, der Arm. Oh Gott. There we go. Holy crap! Run! Und die Axt lässt er liegen? Mann! Man, that was close. But we did it. That's all that matters. So, jetzt haben wir auch schon den Apothekenschlüssel, wie es aussieht. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Oh. Yeah, Schlüssel einstecken. Oh, wir haben doch noch die Axt. Das ist supi. Ich dachte, er hat sie liegen gelassen. Rein da. Rein da in die gute Stube. Oh no. Shit. We gotta hurry. Ja, die Frau mit dem
Schraubenzieherrücken. Auf geht's. Der Schraubenzieher begleitet sie auf den Weg. Sie ruft ihre Partners auf. Sie läuft überall vorbei und sagt: Wir gehen alle zusammen. Dum, 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 dum. Doc, come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Mike, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Clem, Clem, move over, Clem. Stay away from the windows. If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. Sei still, wir bringen es zu Ende. Doug, if we don't make it through this, you should know. Ja, doch drück die Tür zu, Nico! I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Oh nein! Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay, then. Scimitar, can you look for something to stick in between the hands? Something real strong, okay? Okay. Oh, drück zu, Nico! Ja, mein Name ist Nico. Nothing! Wait! The window is screwed! Go! Why are you in the chicken? Something. Greif zu, Nico. Und steck das hinein, Johnny, los! Sollen wir Frau oder Mann retten? Doc, Ladies first. Oh, Moment, das Telefon klingelt. Ich melde mich gleich wieder. No, get him off me. Oh my God. Let's go. I got Doc. You gotta move. Okay, ich bin wieder da. Gerade habe ich aufgelegt und sehe dann, dass Clementine in Gefahr ist. Ich musste mich ehrlich beeilen. Nein! I'm not letting somebody else get eaten today. Okay, Mann, danke, Kenny. Oh, ich hasse diesen OP. Oh, ich hasse den OP. Wir haben die Tabletten besorgt und der haut uns eine rein. Da sollen wir aufpassen, dass wir ihn keine reinhauen. Wir alle auf ihn. Das wird schmerzhaft für ihn. Wer ist das denn? Ach, das ist die Frau, die sich selber erschossen hat. Ist Clem Pizza zu Pizza-Lieferer? Wenn ja, das wäre gut. Essen. Thank you.
Hey, Glenn. With uncountable severe emergencies in all counties, Georgia cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Atlanta? Augusta, stage 2. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. So wie die wollte eingreifen, wie es aussieht. Ich denke, es ist die falsche Entscheidung. Du musst tun, was du tun musst. Finde deine Freunde. Finde deine Freunde. Find your friends. Be safe. Und bleib in Sicherheit. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal. In den Serien hat Len dem Polizist eigentlich geholfen. Aus dem Panzer raus. Len kennt sich gut aus mit der Stadt. Und ihn müssen wir leider verlieren, weil es für ihn das Beste ist. Alleine wird er aber nicht weit kommen. Tschüss, Verzeihung, tschüss. Okay. Hey, Kim. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah. Wie es aussieht, das kennen ja ein ganz guter Kerl. You said you wanted kids once. Indeed. Hoffentlich stirbt er nicht. Well, she's not your daughter, so you can't treat her like she is. Yeah, I know that. But you can take care of her. Hell, maybe better than a father even could. Thanks, Kitty. I got your back, pal. Okay, hiermit beende ich auch schon die Aufnahme über Walking Dead. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.